Wer vor ein paar Wochen schnell genug war, konnte sich eins der heiß begehrten Pokémon Go Plus Armbänder sichern. Damit kann man halbautomatisch Pokéstops abernten und Pokémon fangen. Wie das genau funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Beim ersten Auspacken hat sich herausgestellt, dass das Pokémon Go Plus Armband gar nicht so groß ist, wie ich dachte. Das ist schon ganz schön winzig und sieht eher so aus wie die Sammelkarten früher. Aber das tut seinen Fähigkeiten ja keinen Abbruch. Wir haben es mal direkt hier. Das Armband wirkt ein bisschen wie eine solidere Version von den Schwimmbadarmbändern. Das ist aber nicht unbedingt schlecht, denn so kann man es auch eigentlich unter dem Pulli tragen. Man kann es auch anklipsen. Dafür muss man dann natürlich aber hier nochmal alles einmal komplett umändern. Was macht das Pokémon Go Plus Armband? Jedes Mal, wenn ein Pokémon oder ein Pokéstop in der Nähe sind, zeigt uns das Pokémon Go Plus Armband das mit einfachen Vibrationen an. Wir können dann per Knopfdruck den Pokéstop abernten oder das Pokémon mit einem Pokéball fangen. Um euer Gerät mit eurem Account zu synchronisieren, müsst ihr zunächst in den Settings Pokémon Go Plus aufrufen. Dann drückt ihr einfach auf die Mitte eures Pokémon Go Plus und das Pokémon Go Plus erscheint auch in eurem Telefon. Mit einem Vibrationston zeigt es an, dass es ab jetzt verbunden ist. Und jetzt kann's losgehen. Wir haben ein grünes Licht, das bedeutet, ein Pokémon ist in der Nähe. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, wirft das Pokémon Go Plus einen Ball für mich. Genau wie der Pokéball auch, vibriert das Pokémon Go Plus und es ist rot geworden. Das heißt, er ist uns leider entkommen. Das Armband vibriert und leuchtet blau. Das bedeutet, wir können jetzt mit einem Klick den Pokéstop abernten. Nachdem wir den Pokéstop abgeerntet haben, zeigen Vibrationen an, wie viele Items wir abgesahnt haben. In diesem Fall 3. Grünes Licht und Vibration zeigt an, dass ein Pokémon in der Nähe ist. Mit einem Knopfdruck können wir versuchen, es zu fangen. Wie der Pokéball auch, vibriert das Pokémon Go Plus kurz. Es bleibt spannend. Und wir haben es gefangen. Pokémon Go Plus eignet sich nicht für jeden. Für Anfänger, die einfach ordentlich Pokémon sammeln wollen, ist es großartig. Für Fortgeschrittene, die nach besonders seltenen Pokémon suchen, eignet es sich nicht so ganz. Denn Pokémon Go Plus wirft immer die normalen Pokébälle. Mit denen haben die Großen aber kein Problem, schütteln sie einfach ab und wir stehen dann ohne Pokémon da. Während der Testphase hatten wir auch ein paar Verbindungsschwierigkeiten. Pokémon Go Plus hat sich dann gerne einfach mal von unserem Handy losgesagt. Die Reconnect-Phase lief zwar relativ fix ab, wir hatten aber trotzdem das Gefühl, dass das schon ein bisschen den Spielfluss stört. Mit um die 40 Euro ist Pokémon Go Plus jetzt nicht so teuer, aber auch kein Schnäppchen. Deswegen sollte man sich überlegen, ob man es haben möchte oder nicht. Fortgeschrittene, die es auf bestimmte Pokémon abgesehen haben, haben damit nicht so viel Spaß. Einsteiger, die jedoch viele Pokémon und Pokéstops abgrasen wollen, sind damit super zufrieden. Für alle, die Einsteigertipps oder Tipps zu mehr EP brauchen, die haben wir auch auf unserem Kanal games.de.